Und auch weiterhin werden bereits vergammelte Lebensmittel auf dem Wochenmarkt in Umlauf gebracht. Ob die Schuldigen je gefasst werden, bleibt noch abzuwarten. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die örtliche Polizei weiterzuleiten. Das war's fürs Erste von Graduell Aktuell 24 am Mittag, Ihrem Radio-Nachrichtenmagazin. Wir machen hier nun weiter mit etwas Musik.